herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Wir haben Mars, Venus und Merkur im Steinbock. Bisschen gegensätzliche Energien, aber die können sich auch gut ergänzen. Die Wassermann-Energie ist freidenkend, rebellisch auch ein bisschen, natürlich Selbstverwirklichung, aber auch gemeinschaftlich etwas erreichen wollen. Die Steinbock-Energie ist eben auf Verlässlichkeit und langfristige Planung ausgelegt, eben auch Genauigkeit, ja, sehr akribisch. Natürlich ist da auch Ehrgeiz mit drin. Wir haben den Mond erstmal im Krebs bis so 10 vor 9, 20 vor 9 ungefähr, dann wechselt der Mond in den Löwen und wir haben heute auch den Löwe-Vollmond. Das bedeutet eben starke Feuerenergie, Temperament, Leidenschaft. Man kann eben auch viel umsetzen, man kann auch viel Spaß haben heute. Klar, sollte man auch tun, aber immer auch eine gewisse Achtsamkeit an den Tag legen. Wir haben den Jupiter im Stier und wir haben den Uranus im Stier noch rückläufig. Der wird erst am 27. direktläufig, also am Samstag. Aber bis dahin kann man immer noch zurückschauen. Wir haben jetzt eben auch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond. Die Sonne im Wassermann, der Mond im Löwen verträgt sich wunderbar. Man soll natürlich nicht übertreiben, aber man kann die Dinge angehen. Neptun, Saturn in den Fischen, gefühlvoll, einfühlsam, auch kreativ, fantasievoll. Und dann haben wir natürlich auch den Saturn, wo wir uns selbst auch immer mal wieder auf den Prüfstand stellen, sehr wohlwollend eben auch versuchen, uns selbst zu optimieren, damit es uns gut geht, damit wir uns auch wohl fühlen. Es geht auch um die Gefühle. Ja, schauen wir uns das an, wie das bei euch in den Karten so aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024, Sonne und Pluto, wie schon zuvor im Wassermann. Selbstverwirklichung, Ideenreichtum ist da drin, aber auch Gemeinschaft, Kollektiv. Wir haben den Mond im Löwen. Nicht nur das, wir haben auch Vollmond im Löwen. Das bedeutet natürlich Feuerenergie auch für dich. So richtig, du stehst unter Dampf. Solltest da natürlich besonders darauf achten, nicht zu viel zu wollen und auch nicht zu anspruchsvoll zu sein, egal was das jetzt betrifft. Wir haben den Mars, Venus und den Merkur im Steinbock. Wir haben Jupiter im Stier und wir haben den rückläufigen Uranus im Stier. Das nur noch bis Samstag, da ist der Rückblick. Und mit Neptun und Saturn auch natürlich Einfühlungsvermögen, das braucht man auch, damit man eben auch sich auf die jeweilige Situation und die Menschen in der Umgebung ein bisschen einstellen kann. Das kann nicht schaden. Wie gesagt, man sollte einen guten Überblick haben, was einem so begegnet. Und mit Saturn natürlich auch darauf achten, dass man sich selbst nicht vernachlässigt und auch sein Bestes sozusagen gibt, um auch im Zwischenmenschlichen voranzukommen. So, wir haben auch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond. Der Mond im Löwen ist kurz nach 8:30 im Löwen. Davor ist er noch im Krebs, also ganz früh heute Morgen noch Krebsmond. Ja, ein bisschen aufpassen. Wir haben den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Es kann jemand sein, der die Wahrheit verkündet. Es kann auch ein Sachverständiger sein oder ein Fachmann oder eine Fachfrau. Mäßigkeit, innere Mitte suchen, ja, auch bei Erkenntnissen. Nicht übertreiben und langsam machen. Wir haben das Ass der Münzen. Es kann ein guter Beginn sein für etwas langfristig Stabiles. Das ist sehr schön. Wir haben die 10 der Münzen. Also, es geht darum, sich heute guten Rat zu holen, lieber wieder sich zu informieren oder informiert zu werden, je nachdem, kann natürlich auch eine Behörde sein, in seiner inneren Mitte zu sein. Also eben auch zu entscheiden vom Gefühl her, aber auch vom Sachverstand her und dann eben langfristige Entscheidungen vielleicht zu treffen oder in eine Richtung zu tendieren, die, wie ich das hier sehe, auch langfristigen Erfolg verspricht. Das ist sehr schön. Da muss man sich natürlich erstmal schlau machen oder beraten lassen, um dann zu sagen, okay, das ist genau das, was ich wollte, das möchte ich und das mache ich. Das kann ein zum Beispiel ein Haus kaufen sein, das kann ein Auto kaufen sein, es kann eine Geldanlage sein, es kann ein neuer Job sein. Ja, also man holt sich dazu Rat und will natürlich
Profit daraus erzielen oder eben einen Gegenwert. Ja, die 10 der Münzen ist nicht nur finanzieller Gegenwert, sondern eben auch Stabilität und Sicherheit in Beziehungen oder in dem, was du besitzt, was dein Eigen ist und womit du eben auch, ja, dich wohlfühlst. Die innere Mitte bedeutet ja, du bist sowohl zufrieden als auch davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Und das sind dann natürlich auch die besten Entscheidungen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Wenn du magst, kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben, welche starke, tolle Entscheidung du getroffen hast. Würde ich mich freuen. Viel Erfolg und wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Der Januar ist schon bald wieder rum, ja. Wir haben die Sonne und den Pluto weiterhin im Wassermann. Eine sehr, ich sag mal, der Zukunft nacheifernde Energie. Also man will sich selbst verwirklichen, man schaut nach vorn und man möchte seine Ideen natürlich umsetzen. Da sollte man natürlich auch nicht zu forsch vorgehen und auch natürlich nicht zu eigenwillig. Man braucht vielleicht andere, um seine Ideen und Träume zu verwirklichen. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben den Mond ab kurz nach 8:30 im Löwen. Bis dahin ist er noch ein bisschen im Krebs, feinfühlig, intensiv fühlend und vielleicht auch ein bisschen empfindsam. Danach ja auch so ein bisschen selbstbewusst und sicher. Man fühlt sich stark. Ja, man soll natürlich nicht übertreiben, aber als Erdenergie wirst du das wahrscheinlich auch nicht tun. Du hast den Jupiter im eigenen Zeichen, der dir gute Dinge bringt. Und auch mit dem rückläufigen Uranus haben wir eben den Bezug auf das, was du an Erfahrungen so mit dir rumträgst und was du nutzen kannst. Wir haben den Mars, den Merkur und die Venus im Steinbock. Auch starke Energien, zukunftsorientiert auch, aber sehr pragmatisch. Wir haben dann Neptun und Saturn in den Fischen, Fantasie, Kreativität, Einfühlungsvermögen und mit Saturn eben auch die Selbstfürsorge, also für sich selbst auch gut sorgen und auch schauen, dass man selbst eben auch so rüberkommt, wie man das, ja, ich sag mal, sich angeeignet hat. Wir haben auch vor einer Entscheidung stehen, 2 der Stäbe, da ist eine Weggabelung, Geduld ist wichtig, klar. Und Intuition, ich sagte ja, Feingefühl, Sensitivität, die Situation erfassen. Manchmal ist es viel interessanter zu schauen, was nicht gesagt wird, was aber wie ein rosa Elefant im Raum steht. Das ist interessant, also das ist sehr, sehr gute Beobachtung auch und sich natürlich hineinfühlen. Wir haben die 9 der Münzen, du kümmerst dich hauptsächlich um dich selbst, also um dein näheres Umfeld, denke ich mal. Es geht um dich ganz persönlich. Du willst das nicht hastig treffen, das ist auch gut so. Man muss auch nicht schnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Wir haben zwar Vollmond im Löwen, wo man durchstarten kann, aber gerade dann, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwas machen, irgendwas umsetzen, dann sollte man sehr vorsichtig vorgehen, sehr langsam, sehr gemäßigt. Ja. Und der Ritter der Münzen ist ja auch ein Erfolgsgarant. Und die Einfühlung geht eben auch von dir aus, weil du dich in der ersten Linie auch erstmal um dich selber kümmerst und überlegst, was die 10. Münze werden könnte. Du musst das nicht übers Knie brechen, du musst nicht schnell machen. Wichtig ist, dass du dich bei dem, was du tust, wohlfühlst und vielleicht suchst du ja auch noch einen Entscheidungsweg, ja, der vielleicht jetzt auch noch ein bisschen braucht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Schlimmer wäre es, wenn du einfach hauruck irgendwas entscheiden würdest und nachher feststellst, das ist nicht das Richtige. Also keine Panik, wenn jetzt nicht sofort die Dinge ins Laufen kommen. Es ist wichtiger, sich mit diesen Dingen auch richtig auseinanderzusetzen und sich dabei wohlzufühlen. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Donnerstag, 25.01.2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Das ist für dich natürlich großartig und hält dich kaum auf den Stühlen. Du möchtest am liebsten direkt davon schweben, wäre aber nicht so gut momentan. Du darfst nicht vergessen, Neptun in den Fischen bringt dir auch manchmal so die Energie, ja, ich könnte jetzt dies und jenes machen, bleib bitte auf dem Teppich. Der Saturn in den Fischen sorgt auch dafür, dass du eben auch dich an deine eigenen Vorgaben hältst und die auch so umsetzt. Du bist sehr schnell dabei, aber es ist jetzt dieses Jahr vor allen Dingen wichtiger, einen langen Atem zu haben, also lange durchzuhalten.
Dabei helfen natürlich Mars, Uranus und Venus im Steinbock. Sehr erdgebundene Energie. Und nicht nur das, wir haben auch Jupiter im Stier, den rückläufigen Uranus im Stier. Du solltest zurückblicken, wo du eben auch die Erfahrung gemacht hast, dass sich ein bisschen Geduld, ein bisschen mehr Prüfung der Dinge und ich sag mal auch eine geringe Menge an Projekten und Dingen, die du umsetzen willst, gelohnt hat. Ich glaube, das ist das, was du lernen sollst. Und Neptun kann eben auch mal das Gefühl geben, was für ein Quatsch oder so. Nee, das ist schon wirklich richtig und wichtig, das zu beachten. Wir haben auch noch Vollmond im Löwen, da können die Ansprüche ins Uferlose gehen. Und gerade dann sollte man natürlich auch so ein bisschen, ja, die Füße stillhalten und langsam machen, ja. Sich erstmal informieren oder sich Unterstützung holen. Das ist eine gute Idee. Wir haben die 8 der Münzen, die Arbeit, der Job, das, woran du arbeitest, Informationen sammeln, Austausch, Gespräche und natürlich die Leidenschaft, die ist selbstverständlich dabei. Aber diese Leidenschaft soll eben lange währen, nicht nur für 1-2 Wochen oder so, sondern wirklich langfristig. Hier haben wir den König der Stäbe, die Löwe-Energie auch dran zu bleiben, nicht aufzugeben, auch wenn es mal schief geht oder wenn es nicht so schnell geht. Es ist wichtig, die Leidenschaft aufrechtzuerhalten für etwas, was du vielleicht in fernerer Zukunft erreichen möchtest, ja. Nur wenn du da dran bleibst, ja, wirst du auch das Ziel erreichen. Und deswegen solltest du daran arbeiten, für deine Leidenschaft dir Zwischenetappen zu setzen, so sehe ich das. Dass du immer mal wieder kleine Erfolge hast, die du feiern kannst und wo du sagst, wenn ich das und das erreiche, dann fahre ich meinetwegen mal ein Wochenende zum Surfen oder so, ja. Solche Sachen. Dass du dich selbst auch immer wieder in diese Richtung bringst, ja, und dazu brauchst du vielleicht auch Unterstützung. Vielleicht ist es auch Feuerenergie, die dich unterstützt, jemand mit Feuerenergie oder jemand, der dich da bei der Stange hält, sozusagen. Es ist ein hartes Stück Arbeit, ja, aber es lohnt sich und deswegen solltest du dranbleiben und dich nicht selbst überholen wollen. Deswegen versuche eben auch wenige Dinge voranzubringen, Zwischenerfolge zu feiern und dann weiterzumachen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Eine nach vorne drängende, innovative, erfinderische Energie, die aber auch das Gemeinwohl im Sinn hat. Ja, man möchte sich selbst verwirklichen, aber man möchte gleichzeitig, dass es anderen gut geht. Der Mond befindet sich noch im Krebs, kurz nach 8:30, wechselt er aber in den Löwen. Das ist anders als deine Energie. Da ist so ein bisschen Selbstherrlichkeit dabei, großes Ego und auch Selbstvertrauen. Das ist nicht schlimm, wenn man damit natürlich nicht übertreibt, ist klar. Und wir haben viel Erdenergie, die dich als Krebs natürlich auch bei der Stange hält. Da haben wir Mars und Venus und auch Merkur im Steinbock. Wir haben Jupiter im Stier, den rückläufigen Uranus im Stier. Das ist so der Blickwinkel Richtung Erfahrungswerte und was nutze ich, was kann ich nutzen, was ist hilfreich und was nicht so. Neptun, Saturn natürlich Einfühlungsvermögen, sich auf andere einstellen, das Hören, was nicht ausgesprochen wird sozusagen. Und mit Saturn natürlich auch seine eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen möglichst auch nach vorn bringen, ja, wenn möglich. Du hast natürlich auch eine ausgeprägte Intuition und du hast auch mit Neptun sehr viel Fantasie und Kreativität. Also ich denke, du bist auch schon sehr erfolgreich. Jetzt gilt es natürlich, diesen Vorwärtsdrang erstmal einzuordnen und für dich zu entscheiden, wo soll es denn hingehen? Wir haben Gefühl und Intellekt im Einklang, was großartig ist. Da ist man so ein bisschen in seiner Mitte und merkt, dass der Weg auch richtig ist, man sich wohlfühlt dabei. Das ist für dich als Krebs auch besonders wichtig. Wir haben eine Enttäuschung heute, irgendwas klappt nicht oder jemand ist vielleicht auch ein bisschen schräg unterwegs. Wir haben Anpassungsfähigkeit mit dem Rat des Schicksals, das ist auch Jupiter, der dir die Dinge auch ja leichter macht. Und wir haben den Stern, Wassermann-Energie, die Heilung, vielleicht eine Korrektur.
Vielleicht klappt etwas nicht, aber du hast gleichzeitig zur Hand die Korrektur, das, die Verbesserung oder jemand, der dir zur Hand geht und dir zeigt, wie es besser geht oder dir einen Rat gibt. Das muss jetzt nicht, dass dir jemand das aus der Hand nimmt, bedeuten, sondern dass dir jemand einfach sagt, hey, ich helfe dir, darf ich dir das mal zeigen und so. Wenn du etwas nicht hinbekommst oder wenn du merkst, dass du mit einer Sache nicht zurechtkommst, direkt ist das Rat des Schicksals da und die Heilung. Das bedeutet eben auch hilfreiche Hände. Es bedeutet, dass man dir den Rücken stärkt, dass man dich unterstützt, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Oder vielleicht auch jemand, der dir was Gutes tut. Und ja, es ist keine Enttäuschung, es ist auch kein Herzschmerz. Wir sind bei der Allgemeinlegung. Und ich denke, dass hier einfach in irgendeiner Form die Ruhe, die innere Mitte so ein bisschen gestört wird. Aber direkt ist etwas oder jemand da, jemand, der dir zur Seite springt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und das solltest du bewusst auch wahrnehmen und auch eine gewisse Dankbarkeit. Und ja, ich sag mal, Genugtuung wäre jetzt nicht das richtige Wort, aber eine Zufriedenheit auch spüren, wie schön das ist, wenn jemand da ist, der dir dann auch direkt hilft. Also schöne Energien, viel Erfolg und einen schönen Donnerstag, wenn du magst. Bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann, was dich auch nach vorne drängt, musst du aber ein bisschen im Griff haben. Der Mond ist erstmal im Krebs und kurz nach 8:30 ist er auch in deinem Zeichen und wir haben auch noch den Vollmond im Löwen. Da kannst du natürlich ein bisschen, sagen wir mal, sehr selbstgerecht daherkommen. Zu selbstsicher vielleicht auch, ja, und du möchtest vielleicht zu viel, also es ist wichtig, auf dem Teppich zu bleiben. Du hast aber Hilfe durch die ganze Erdenergie, die uns alle momentan auch noch umkreist. Das ist Mars, Venus und Merkur im Steinbock, Jupiter im Stier und rückläufiger Uranus im Stier. Also schön bescheiden bleiben, ja. Nicht zu heftig agieren, nicht direkt aus den Vollen schöpfen wollen und andere vielleicht auch in die Ecke drängen. Das käme überhaupt nicht gut an heute. Schön vorsichtig vorgehen, sensitiv. Wir haben auch Neptun, Saturn natürlich in den Fischen. Ja, das würde man nicht so gut finden, wenn du da, ich sag mal, dich in den Vordergrund drängst, in irgendeiner Form. Ja, immer schön ein bisschen entgegenkommend bleiben, ja, vielleicht vermittelnd. Unterstützend, ja, das kommt gut an, ja. Wir haben auch heute eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond. Sonne im Wassermann und Mond in deinem Zeichen, aber lass dir was Gutes einfallen, wo du nicht zu sehr die Aufmerksamkeit auf dich lenkst, aber trotzdem, ich sag mal, gut, ja, mit anderen klarkommst. Wir haben für dich heute die Nostalgie, der Rückblick, vielleicht mit Uranus im Stier, das Gericht, da heißt es, auf die Fakten achten, die Dinge, wie sie tatsächlich sind und langsam machen. Ich sag ja, nicht zu forsch nach vorne drängen und auch nicht versuchen, die Dinge an sich zu reißen. Das kann mit dieser Energie schnell mal passieren. Ja, wie gesagt, das wird nicht so gut ankommen. Aber wenn du, ich sag mal, rückbezüglich auch schaust, wie das in der Vergangenheit so gelaufen ist, gefühlsmäßig dich auf die Situation einstellst und ein bisschen bescheiden auftrittst, dann winkt dir ein Erfolg. Vielleicht unerwartet, ja, weil du denkst immer, du müsstest den starken Mann oder die starke Frau zeigen. Das ist gar nicht notwendig. Es ist, glaube ich, wichtiger, Menschlichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft zu zeigen. Ich glaube, das ist etwas, womit du mehr Erfolg hast, als wenn du dich da in Szene setzt oder nach vorne gehst und alle anderen vielleicht dumm stehen lässt, ja. Das kommt einfach besser an. Und wenn du das heute einsetzen kannst, solltest du das auf jeden Fall tun. Vielleicht jemandem die Tür aufhalten oder wenn jemand was verloren hat, demjenigen das geben. Irgendwie so Kleinigkeit, was muss gar nicht was Riesengroßes sein, aber dein Ansehen wächst mit deinem Entgegenkommen und deiner charmanten Bescheidenheit, ja. Und da kannst du vielleicht auch ein bisschen kreativ werden, das eben so und das Volk zu bringen. Fände ich schön. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein
herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben Sonne und Pluto weiterhin im Wassermann. Das drängt nach vorn, das drängt danach, die Ideen direkt in die Tat umsetzen zu wollen, anderen davon zu berichten, vielleicht auch Dinge zu verändern. Jetzt musst du dich da, genau wie alle anderen, ein bisschen in Geduld üben und natürlich auch nicht zu fordernd nach vorne treten. Wir haben nämlich den Vollmond im Löwen. Der ist seit kurz nach 8:30 im Löwen, der Mond. Und Vollmond im Löwen ist immer so hohe Erwartungen. Man will sich darstellen, man will was beweisen vielleicht auch. Man hat ein großes Selbstvertrauen, was ja auch eigentlich schön ist. Aber man muss es, ich sag mal, temperiert einsetzen. Du hast ja auch mit Neptun zu tun und du könntest falsch liegen mit deiner Vermutung oder mit der Situation. Du könntest sie gegebenenfalls falsch einschätzen und deswegen ist es gut, wenn du dich da ein bisschen mehr in den Hintergrund tummelst, aber eben auch im richtigen Moment dann vielleicht eine Hilfestellung gibst, freundlich bist oder eben auch einen guten Rat verteilst. Wir haben mit Neptun eben die Schwierigkeiten. Das bist nicht nur du, das sind die Zwillinge, das ist der Schütze und das ist auch, sind auch die Fische, die damit zu tun haben, dass man wirklich mal falsch liegen kann. Und Saturn sagt ja auch, liebe Jungfrau, deine Wünsche und Bedürfnisse müssen auch nach vorn und du musst sie im richtigen Moment an die richtige Adresse rüberbringen. Ja, mit Uranus im Stier rückläufig ist das natürlich hilfreich, da mal zu schauen, was gut geklappt hat. Mit Jupiter gibt's Unterstützung, mit Mars, Venus und Merkur im Steinbock natürlich auch. Dann haben wir noch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond. Wie gesagt, man sollte nicht übertreiben. Was haben wir? Erschöpfung. Ja, vielleicht hast du dich schon die letzten Tage verausgabt. Erst dann solltest du erst recht langsam machen. Wir haben hier den überbordenden Ehrgeiz. Ja, du willst etwas unbedingt. Ja, ich kann das gut verstehen. Ja, wenn du da viel Arbeit reingegeben hast und deine Energie, klar, aber bleib auf dem Teppich. Das ist auch die Steinbock-Energie, langsam zu machen, sich nicht vom Ehrgeiz treiben zu lassen. Und wir haben hier den Ritter der Kelche, charmant, liebevoll entgegenkommt und die Neun der Kelche Wunscherfüllung. Das heißt, man sollte natürlich nicht versuchen, jemandem Honig um den Bart zu schmieren. Man soll sich auch selber keinen Honig um den Bart schmieren lassen, um für jemand anderen die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Ne? Es geht darum, ein gesundes Maß zu finden, eben auch auf seine eigenen Befindlichkeiten zu achten. Und dann eben auch gemäßigt vorzugehen. Autorität, ja, mit Steinbock-Energie, aber freundlich. Ja, du kannst auch freundlich Nein sagen oder jetzt bitte nicht und so. Man hat gewisse Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, ne, nach den Gedanken. Aber in der Realität ist das vielleicht ein bisschen zu mühevoll. Oder beziehungsweise würdest du dich da verausgaben und es macht keinen Sinn. Also geh da sehr gemäßigt dran. Und lass dir vielleicht auch von netten Menschen in deiner Umgebung helfen. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben die Sonne und den Pluto im Wassermann. Das ist wunderbar für dich. Da haben wir Energie, da haben wir Veränderungswillen, Kommunikation, Erfindergeist, ja, auch nach vorne gehen, sich für Dinge einsetzen, auch fürs Kollektiv natürlich, aber Vorsicht, ja, nicht zu hastig, nicht zu selbstgerecht, denn wir haben seit kurz nach halb oder ab kurz nach 8:30 den Mond im Löwen und wir haben auch noch Vollmond im Löwen. Wie immer, wenn Löwe und Waage-Energie aufeinander trifft, haben wir auch immer erhöhte Ansprüche an sich selbst, an andere, an die Sache. Man könnte leicht übertreiben. Und deswegen hoffe ich, dass du dich auf die Erdenergien beziehst. Da haben wir Mars, Venus und Merkur im Steinbock und wir haben Jupiter im Stier. Ganz viel Erdenergie. Also pragmatisch vorgehen. Erst überlegen, schauen, ob das richtig ist, ja. Und dann überlegen, ob das noch gut ankommt. Dafür haben wir Neptun und Saturn in den Fischen. Gefühlsvoll, also sich einsetzen dafür, dass man merkt, was los ist, was vielleicht auch unterm Deckmäntelchen der Harmonie vielleicht verborgen ist, ja, was nicht ausgesprochen wird.
Ja, da muss man sich ein bisschen einfühlen und auch auf seine eigenen Bedürfnisse achten und da eben auch nicht zu übertreiben, sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Auch wenn du das gerne möchtest und denkst, du könntest das diplomatisch und charmant rüberbringen. Wir schauen mal, was wir für dich haben. Wir haben auch noch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond. Das bedeutet aber trotzdem, dass man lieber gemäßigt vorgeht. Da ist die Arbeit, der Job, darum geht es wahrscheinlich heute, langsam machen. Da ist ein Neubeginn möglich, ja. Da ist das Ass der Münzen und da ist der Eremit, die Jungfraukarte. Gute Planung ist wichtig, ja, um etwas umzusetzen, um sich auch selbst nicht zu übernehmen, denn wir haben hier zusammen 9 Münzen, auf sich zu achten. Erstmal die Planung in Angriff nehmen. Erstmal überlegen, was wäre der nächste Schritt, was muss man beachten, ja, was könnte man übersehen. Und dann eben mit der Heilkraft des Wassermanns den Ideenreichtum nutzen. Also vielleicht innovative Wege suchen, die Dinge zu vereinfachen oder die Dinge interessanter zu gestalten. Je nachdem, um was es bei dir geht heute. Aber es geht um Langsamkeit. Es geht um Planung und eben auch Verbesserungen mit der Wassermann-Energie. Ja? Und die hat man nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Das setzt voraus, dass man sich für eine Sache eben auch interessiert, sich dafür einsetzt oder vielleicht sich ein paar Gedanken über den Tellerrand hinaus macht. Und ich denke, das machst du auch mit der Wassermann-Energie. Aber das ist jetzt noch nicht spruchreif. Das ist die Überlegung. Ne? Wie könnte ich damit gut umgehen? Was könnte ich tun, um die Dinge zu verbessern? Aber das ist noch in Planung. Aber es tut dir gut, dass du dich kreativ da ein bisschen austoben kannst. Aber du musst noch nicht nach vorne gehen damit. Das ist etwas, was du für dich tust, für die Sache und vielleicht um ein bisschen später damit dann groß rauszukommen. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben die Sonne, den Pluto im Wassermann. Nicht so ganz deine Energie, es ist sehr innovativ, ideenreich, nach vorne drängend, ja, und das geht dir manchmal ein bisschen zu schnell. Erst haben wir den Mond auch im Krebs, der wechselt dann kurz nach 8:30 in den Löwen. Das ist auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, eine sehr, mit großem Ego ausgestattete Energie, Selbstwertgefühl, Durchsetzungsvermögen, einem großen Ego. Da musst du eben auch ein bisschen vorsichtig sein, dass du nicht zu sehr auftrumpfst als Skorpion, weil du bist ja auch sehr leidenschaftlich und vertrittst deine Dinge. Halte dich an die Erdenergie, Mars, Venus, Merkur, alle im Steinbock und natürlich Jupiter im Stier. Das sind die Energien, an denen du dich entlanghangelst und die dir helfen. Genauso wie der rückläufige Uranus im Stier, der Rückbezug auf Dinge. Und natürlich Neptun und Saturn in den Fischen, die eben dafür sorgen, dass man sich auf die Situation, die Menschen so ein bisschen einstellt, gefühlsmäßig und auch, ich sag mal, die Dinge zwischen den Zeilen mitbekommt, ja, und damit eben auch gut gewappnet ist. Du hast natürlich auch eine stark ausgeprägte Intuition, die dir nützlich sein kann. Wir haben auch noch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond, aber wir haben eben auch Vollmond im Löwen und das kann sehr stark durchbrechen bei dem einen oder anderen, dass man jetzt nach vorne drängt. Und wir schauen mal, was wir für den Skorpion haben. Positive Energien, gute Stimmung, das ist sehr schön. Du fühlst dich wohl, das ist sehr gut. In der Kommunikation auch sehr positiv, auch das ist wunderschön. Aber wir haben hier die hohen Erwartungen, die vielen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und wichtig ist, dass du eine möglichst bescheidene Wahl triffst. Also das, was dich interessiert, das, was dir wichtig ist natürlich, aber eben auch aus positiven Beweggründen, mit positiver Darstellung oder verbaler Äußerung, ja, mit den 7 der Kelche sich nichts vormachen. Man muss aufpassen, ja. Man kann daraus einen großen Erfolg erzielen. Vielleicht auch gerade deshalb, weil man auf andere sehr sensitiv, sehr gefühlvoll, sehr positiv zugeht. Also auch eine gewisse Öffnung von deiner Seite auf andere zuzugehen, Hilfestellung zu geben und vielleicht auch mit anderen zusammenzuarbeiten oder irgendwas zusammen zu planen. Das finde ich sehr schön. Offenheit ist sehr gut. Wird natürlich von der Wassermann-Energie befürwortet, dass man sich miteinander verbindet als Kollektiv,
auch gemeinsame Erfolge generiert. Man darf sich nur nicht zu viel vornehmen. Und die Gefahr besteht halt auch mit der Löwe-Energie. Und da muss man halt jetzt mit dem Vollmond im Löwen ein bisschen vorsichtig auftreten. Aber ich denke, das kriegst du wunderbar hin. Ich wünsche dir dabei natürlich viel Erfolg, gutes Gelingen. Und wenn du magst, bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Für dich auch eine starke Energie, nach vorne drängend, flexibel, gesprächig, ideenreich und natürlich innovativ, aber auch für die Gemeinschaft. Ja, du bist da sehr optimistisch und das ist auch sehr schön, aber man sollte heute nicht übertreiben. Wir haben noch bis kurz nach 8:30 den Mond im Krebs, sehr gefühlvoll, man muss vorsichtig sein. Danach der Mond im Löwen. Stärkt dich natürlich. Wir haben auch Vollmond im Löwen. Man kann sehr leicht eine Grenze überschreiten, indem man durch Euphorie oder voreiliges Handeln sehr leicht dann, ich sag mal, den Rahmen sprengt und sich da vielleicht nicht mehr so positiv darstellt. Ja, zumindest im Blickwinkel der anderen. Und da musst du mit Neptun in den Fischen natürlich auch ein bisschen zaghaft oder bescheiden auftreten. Das hatten wir beim Löwen auch gesagt. Ein bisschen Bescheidenheit, ein bisschen Zurückhaltung tut da Not. Ja, wir haben viele Erdenergien, die dir helfen. Das ist zum Beispiel Mars, Merkur und Venus im Steinbock. Der Jupiter ist auch im Stier. Bringt dir gute Ergebnisse oder positive Entwicklung. Aber man sollte da nicht, ich sage jetzt mal, wie der Elefant im Porzellanladen agieren, sondern bescheiden, vorsichtig, zaghaft, zurückhaltend, würde ich einfach mal so behaupten. Der Saturn in den Fischen, ja, der besteht auch darauf, dass du dich nach den Richtlinien orientierst, die du dir vorgenommen hast, auch im Gefühlsbereich, dein bisschen langsamer zu machen, dir nicht zu viel aufladen zu lassen und so weiter, ja. Wir haben auch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond, aber wie gesagt, das kann auch dazu führen, dass man sehr, ja, ich sag mal, selbstbewusst auftritt und damit vielleicht auch für arrogant gehalten wird. Wir schauen mal. Wir haben das Gericht. Erstmal die Fakten klären. Wir haben Arbeit, also du versenkst dich dann mehr oder weniger in deine Arbeit und die neuen Wege im Gefühlsbereich. Vielleicht öffnest du dich für neue Möglichkeiten. Das ist ja nicht schlecht. Also du bist gefühlsmäßig vielleicht auch ein bisschen aufgewühlt und suchst nach Wegen, nach neuen Impulsen. Fünf der Schwerter ist, ja, sich mit Dingen auseinandersetzen, wobei das nicht immer Streit sein muss, sondern sachlich auch Gefühle klärt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Begeisterung empfinde für etwas, dann muss ich mir überlegen, flippe ich jetzt aus oder gehe ich da ganz vorsichtig ran und spreche darüber ganz sachlich, ne? Je nachdem, im Job kommt es nicht so gut an, wenn du da, ich sag mal, jubelst oder so, ja, sondern dass du da eben auch sensitiv, freundlich, aber sachlich drüber sprichst, ja. Vielleicht auch gibt es eine Belobigung und dass du dann eben, ja, nicht den Überflieger gibst, sondern ganz bei dir bleibst, dich dafür nett bedankst. Im Inneren darfst du natürlich Party machen, klar. Aber ich meine jetzt so, es geht darum, ein bisschen zurückhaltend zu sein, nicht zu übertreiben in irgendeiner Form. Ich glaube, das kommt heute auch für die Feuerzeichen ein bisschen besser an. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Wir haben Sonne und Pluto im Wassermann. Eine innovative, nach vorne drängende Energie. Ein bisschen weg vom Traditionellen und damit auch ein bisschen weg vom Steinbock. Es geht um die Gemeinschaft, es geht um Neuerungen, es geht um, ja, Erfindergeist, sage ich immer, oder Selbstverwirklichung. Das kann dich bis zu einem gewissen Grad natürlich auch betreffen. Aber wichtiger ist auch, dass du dich davon nicht nervös machen lässt oder vielleicht sogar das Gefühl bekommst, da ist Wettbewerb drin. Wir haben den Mond bis kurz nach 8:30 im Krebs, danach im Löwen. Auch da haben wir starkes Ego drin, Selbstdarstellung und ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Ja, das kann bei dir so sein, das kann auch bei anderen so sein. Und wir haben auch noch den Vollmond im Löwen. Das verstärkt die ganze Sache noch. Also da möchte vielleicht jemand sich in Szene setzen
Und manchmal ist das okay, aber es kommt darauf an, bis zu welchem Grad. Wir haben Mars, Venus und Merkur in deinem Zeichen. Du bist also ganz Herr oder Frau der Situation. Wir haben auch Jupiter im Stier, positive Entwicklung, aber langsam. Und den rückläufigen Uranus mit dem Rückblick. Natürlich auch Neptun und Saturn in den Fischen. Man sollte sich auch sensitiv auf die Mitmenschen und die Situation einstellen, dass man eben auch, ja, ich sag mal, die Dinge, die nicht ausgesprochen werden, so ein bisschen im Auge hat oder im Gefühl sozusagen. Saturn sagt ja auch, du sollst auf dich selbst achten, was dir gut tut, was du dir vorgenommen hast, ja, auch im Gefühlsbereich. Wir haben zwischen Sonne und Mond auch noch eine gute Verbindung, das verstärkt diese Energie des Vorankommen wollens mit den Hufen scharren noch mehr. Sei da einfach entspannt, möglichst entspannt. Ja, wir haben den Mond. Das gefällt dir so gar nicht. Wir haben die Disziplin. Du bist diszipliniert und hältst dich da auch zurück. Und wir haben die Liebenden. Es geht um etwas, was dir sehr am Herzen liegt und oder vielleicht etwas, wo du, ja, ich sag mal, gefühlsmäßig involviert bist. Oder vielleicht auch etwas, wo du enttäuscht bist oder was dich irgendwie angeht, ja, auch im Gefühlsbereich, dich belastet in irgendeiner Form. Ich sage ja, es kann auch der Wettbewerb sein, dieser Gedanke von Mitstreitern oder Leuten, die dich von deinem Platz vielleicht verdrängen wollen. Also zumindest das Gefühl könnte da sein. Wir haben die fünf der Münzen. Die fünf der Münzen ist der Rückzug. Das bedeutet, dass du im ersten Moment, wenn diese Situation auftritt, dich eher so an deine Disziplin halten solltest. Du sollst das natürlich klären, aber ich sag mal nicht in der Öffentlichkeit. Also die anderen sollen das natürlich nicht merken, nicht mitbekommen, dass dich das irgendwie gekränkt, verletzt hat oder dich nervös macht in irgendeiner Form. Du solltest dich aber darum kümmern, wenn es dich betrifft, da einfach mal nachzuforschen, warum das so ist und was dich da nervös macht und warum du da aufgebracht bist. Das wäre ganz gut. Das wäre auch wichtig, sich diszipliniert darum zu kümmern und jetzt nicht vielleicht jemandem einen Vorteil zu verschaffen, nur weil du die Person zum Beispiel magst. Ja, das wäre vielleicht nicht ganz fair. Je nachdem, in welcher Situation das ist, man muss da sehr sachlich bleiben und sollte sich da nicht gefühlsmäßig zu sehr aus dem Fenster lehnen. Wir schauen uns das morgen an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, du auch. Und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 25. Januar 2024. Sonne und Pluto im eigenen Zeichen. Das ist natürlich die volle Power. Durchsetzungsvermögen, Strahlkraft, auch in der Kommunikation denke ich Durchsetzungsmöglichkeiten im Verbalen unschlagbar. Der Mond ist erst im Krebs, also noch ein bisschen aufpassen. Kurz nach 8:30 wechselt der Mond dann in den Löwen. Und da ist Vorsicht geboten. Einmal, weil man ein bisschen zu egoistisch sein kann. Man kann sehr selbstgerecht rüberkommen, so als wüsste man alles besser, ja. Und das kommt bei anderen überhaupt nicht gut an. Wir haben auch noch Vollmond im Löwen, was das Ganze noch verstärkt. Also versuche da ein bisschen drauf zu achten. Es könnte dich bei anderen unbeliebt machen. Wir haben Erdenergien, die dir vielleicht helfen. Mars, Venus und Merkur im Steinbock, also Pragmatismus. Erstmal gucken, langsam machen, sich disziplinieren und mit Jupiter im Stier gute Möglichkeiten bieten. Wir haben auch Uranus im Stier rückläufig, wo man auf Erfahrungen zurückgreift und auch Neptun und Saturn im Gefühlsbereich, wo man auf der einen Seite sich auf andere einstellen kann, wenn man so auf diese Frequenz irgendwie sich einstellt, auf die Situation und auch auf das, was nicht ausgesprochen wird. Und natürlich mit Saturn, welche Dinge du dir vorgenommen hast, die du gefühlsmäßig auch umsetzen möchtest. Wir haben eine gute Verbindung zwischen Sonne und Mond, aber wir müssen aufpassen, da nicht zu weit wirklich auch uns da darstellen oder hervortun zu wollen. Ich glaube, das ist wichtig. Wir haben die Erfahrungswerte, die 10 der Schwerter. Wir haben den König der Schwerter, das ist deine Energie. Das ist auch die Wahrheit, die du gerne mal aussprichst, aber du musst dir vorher überlegen, ob die Situation das auch zulässt. Und wir haben die Illusion und die hohen Erwartungen. Ich habe es mir fast gedacht.
Du hast das Gefühl, dass du aufgrund deiner Erfahrungen dir Dinge herausnehmen kannst heute. Es kommt darauf an, was auch dein Feingefühl sagt, ja. Ich werde auf jeden Fall vorsichtig. Wir haben hier Feingefühl. Es ist wichtig zu spüren, wann zum Beispiel eine Bemerkung vielleicht völlig daneben wäre. Oder wenn man sich dann damit so, ich sag mal, in die Nesseln setzen könnte. Also zum Beispiel dem Chef sagen, ja, Sie haben doch letztes Mal gesagt so und so, ne? Das wären so Sachen, wo man vielleicht sich das erstmal verkneifen sollte. Es das heißt nicht, dass es falsch ist. Es das heißt nur, dass der Augenblick oder dass, wenn alle anderen dabei stehen, vielleicht nicht der beste Moment dafür wären. Das soll jetzt auch nur ein Beispiel sein, ja? Du solltest keine übermäßigen Dinge erwarten, weder von dir noch von anderen, sondern gemäßigt darauf zugehen. Das sollte dir deine Erfahrung aber eigentlich auch schon gezeigt haben, dass das manchmal auch ganz anders ist, als man das vielleicht gedacht hat. Und deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen oder da mit Vorsicht ranzugehen. Wissen, Know-how ist super, aber man muss das nicht jedem irgendwie aufs Butterbrot schmieren, dass man derjenige oder diejenige ist, der es besser weiß, ja. Das hören die Leute nicht so gerne, ja, auch wenn du vielleicht recht hast. Aber wichtiger ist, sich auf die Situation einzustellen und das Gespräch vielleicht mit dem einen oder anderen dann im Einzelgespräch zu suchen. Das wäre so mein Tipp für heute. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Januar 2024. Sonne und Pluto im Wassermann. Ein bisschen rebellische Energie, nach vorne strebend, Ideenreichtum und erfinderisch, klar, aber auch für die Gemeinschaft. Also, dass es allen gut geht, dass man gemeinsam an den Zielen arbeitet. Das kann dich durchaus als Fisch auch betreffen. Du bist sehr gefühlvoll, sehr sensitiv. Du hast Neptun und Saturn im eigenen Zeichen. Da kannst du dich gut in andere hineindenken. Du hast viel Fantasie, viel Kreativität und solltest dich natürlich auch selbst, ja, ein bisschen um dich kümmern, dass die Dinge auch so laufen, wie du das gerne möchtest. Du hast Unterstützung von der Erdenergie mit Mars, Venus und Merkur im Steinbock, mit Jupiter im Stier und dem rückläufigen Uranus im Stier. Also man blickt natürlich auf seine gemachten Fehler oder auch gemachten Erfolge zurück und kann davon sich sicherlich das ein oder andere für die neuen Ziele oder für die Durchsetzung neuer Dinge auch anwenden. Man sollte sich auf seine Umgebung einstellen mit der sensitiven Energie und mit dem Mond im Krebs im Moment auch ein bisschen vorsichtig sein. Sowohl du als auch deine Mitmenschen können sehr empfindlich sein. Was man sagt, was man tut, wie man drauf ist, ja. Es kann anstrengend sein, ja. Weil vielleicht der ein oder andere dir schnell was übel nimmt oder du nimmst schnell was übel. Das macht es nicht gerade leichter. Aber wir haben eine gute Verbindung zwischen dem Saturn in deinem Zeichen und dem Jupiter. Also kleine Erfolge auf dem Weg sind gewiss. Diese Energie hält auf jeden Fall noch bis Anfang März. Das ist doch eine schöne Aussicht. Wir haben heute Eigenliebe, das Ass der Kelche. Was du innerlich fühlst, kannst du nach außen bringen, ja? Nur wenn der Kelch gefüllt ist, kannst du auch Liebe abgeben. Das heißt, je liebevoller du mit dir selber umgehst, desto mehr Liebe hast du dann auch für andere. Wir haben die Beziehungen zu anderen, ne? Freundlich entgegenkommt, liebevoll, ja? Und wir haben einen leidenschaftlichen Neubeginn. Vielleicht sind es neue Kontakte oder ein bestimmter neuer Kontakt könnte da aufkommen. Vielleicht magst du jemand besonders gern und es entflammt Leidenschaft. Es kann aber auch sein, dass du mit jemandem, den du gut leiden kannst, eine neue Leidenschaft teilst. Im Job zum Beispiel. Mit jemandem zusammenarbeitest oder etwas Neues erfindest zum Beispiel, ja. Wir haben hier die Krebskarte des Erfolgs. Bedeutet, mach langsam. Natürlich sollst du deine Leidenschaft auch leben. Aber wichtig ist auch, dass du nicht übertreibst. Der Wagen steht immer dafür, in der Spur zu bleiben, nicht auszuscheren und die Dinge, die sich als erfolgversprechend gezeigt haben, fortzuführen, darauf aufzubauen, vielleicht diese Leidenschaft auch langfristig am Leben zu erhalten, also sich für etwas auch langfristig zu begeistern. Das braucht man auch, nämlich einen langen Atem, wegen dieser ganzen Erdenergie und weil man eben auch, ja, ich sag mal, vielleicht auch gegen das Gefühl ankämpft, das dauert mir zu lange. Ich habe keine Geduld mehr, ja. Es ist wichtig,
sich das klar zu machen. Sich liebevoll auch mal auf die Schulter zu klopfen, du hast schon so viel geschafft, so viel erreicht, du bist erfolgreich, dich selbst zu mögen und dann auch weiterzumachen in dem Elan, wir schaffen das schon, auch wenn es länger dauert, ja. Gemeinschaftlich ist man immer stärker und das unterstreicht natürlich auch die Energie des Wassermanns. Also schöne Energie, viel Erfolg, wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.